Moin zusammen und willkommen zu einem weiteren Video hier bei mir bei BT Studios auf dem Kanal. Ja, heute geht es um das Thema Dynamikumfang oder Dynamic Range oder verschiedene Stops, Helligkeitsabstufung. Ja, was ist der Dynamic Range eigentlich genau? Das habe ich mich schon länger gefragt. Jetzt bin ich dem mittlerweile schon länger auf den Grund gegangen. Aber es schwirren immer so Lügen im Raum herum und heute soll es eben bei mir darum gehen, was ist Dynamic Range genau? Dazu werden wir jetzt erstmal zwei Erklärungsversuche, einmal von Camera Cave, von Marco Bagnoli sehen, die das Thema kurz angerissen haben, damit wir noch ein bisschen besser damit umgehen können. Abstand am meisten lieber dieser Kamera ist der Dynamic Range oder auch Dynamikumfang genannt. Für Leute, die nicht wissen, was das ist, der Dynamikumfang ist der Bereich, in dem die Kamera helle und dunkle Bereiche darstellen kann. Wenn man sich Footage von Canon-Kameras anguckt, wird man oft das hier sehen, und zwar ausgebrannte Gesichter oder ausgebrannte Himmel. Das sieht relativ eklig aus. Der Grund, warum das passiert, ist die Dynamic Range eurer Kamera. Dynamic Range bedeutet der Bereich, den eure Kamera aufnehmen kann, den man im Bild sieht, von dem dunkelsten bis zum hellsten Bereich. So, ja, was ist denn jetzt eigentlich der Dynamikumfang? Also, wir haben ja gehört, der Dynamikumfang ist quasi die Helligkeitsabstufung von ganz dunkel im Bild bis ganz nach oben im Bild, die dann sichtbar sind. Also, die nicht entweder komplett schwarz oder komplett weiß sind, sondern die noch wirklich Struktur und Details haben. Wir gucken uns das mal anhand von zwei Fotos an. Hier seht ihr die einmal geschossen mit der D600C und der Sony A7S Mark II. Genau die gleichen Belichtungswerte, also 50mm f2.5 und ein Tausendstel mit ISO 100. So, zuerst einmal sieht man hier erstmal nicht viel. Wenn wir jetzt aber näher reinzoomen, sehen wir auch den ganz klaren Unterschied einer guten und schlechten Dynamic Range, beziehungsweise schlecht in Anführungszeichen. Wir sehen, bei den Sony sind noch ganz klar die Details in den einzelnen Zweigen vorhanden, während bei der Nikon das nicht mehr eindeutig sichtbar ist. Da verwischt das schon mit dem Himmel dahinter im Prinzip. Und das ist jetzt mal ein Beispiel dafür, wie sich eine gute Dynamic Range ausdrückt in dem Sinne. So, jetzt gucken wir uns einmal den Dynamikumfang am Histogramm an. Was bedeutet das eigentlich? So, also modelliert seht ihr hier einmal quasi alles verfügbare Licht, was eine Idealkamera mit unendlichem Dynamikumfang aufzeichnen könnte. So, was macht jetzt ein Dynamikumfang X einer speziellen Kamera, sagen wir die D610 oder die ASMR oder weiß der Geier? Sie setzt einen Rahmen und nimmt bestimmtes Licht auf. Hier einmal gezeichnet als blauen Rahmen. So, und ihr seht ja auch, dass an den Rändern immer Informationen verloren gehen. Einmal links, in dem Sinne, dass es ganz schwarz ist. Und rechts in dem Sinne, dass es klippt, hier auch markiert. So, was macht jetzt ein, in Anführungszeichen, besserer Dynamikumfang? Ein besserer Dynamikumfang, hier eingezeichnet als rot markiert, nimmt in dem Sinne ein größeres Spektrum an Licht auf. Jetzt das nicht verwechseln mit Wellenlänge oder so, wir bleiben bei der Modellierung beim Histogramm. Also der Dynamikumfang des roten Sensors in Anführungszeichen ist in dem Sinne größer als der Dynamikumfang des blauen Sensors X. So, und das ist erstmal grob modelliert die Wirkungsweise eines Dynamikumfanges, eines guten Dynamikumfangs am Histogramm. So, jetzt noch ein kleiner Exkurs, nämlich Log-Profile sind ja auch so eine Geschichte, die sowas verbessern sollen. Was machen also Log-Profile? Log-Profile, gucken wir uns das einmal an, komprimieren die Bildinformation, indem sie die Sättigung und den Kontrast und solche Sachen, die Schärfe, gut, das gehört nicht direkt mit dazu, herabsetzen, so dass quasi in diesen blauen Rahmen mehr Information passt. So, der Dynamikumfang ist im ersten Moment, so wie ihr es hier seht, aber noch, wenn es im Logprofil ist, noch kleiner als X, also das, was wir vorher hatten, weil wir haben aber dennoch mehr Bildinformation. Weil, jetzt kommt das weil wir es noch nicht vollständig gegradet haben. Wir haben also noch nicht das volle Spektrum an Dynamik, was wir effektiv rausholen können, also die Größe des Rahmens erreicht. Wir hätten ja jetzt quasi nur, wenn wir uns das nur betrachten, erstmal hätten wir nur einen ganz kleinen Rahmen. Jetzt können wir aber in der Nachbearbeitung das Ganze wieder breit ziehen sozusagen, dass wir wieder auf diesen
blauen Rahmen kommen, haben ja aber effektiv, weil wir das am Anfang zusammengezogen haben, haben wir die Möglichkeit, mehr Dynamik in unseren blauen Rahmen zu quetschen, zu komprimieren. Ja gut, das war es eigentlich auch vom Histogramm. So, kurz nochmal, was passiert eigentlich bei einem HDR, bei einem High Dynamic Range Bild? Das ist ja eigentlich ganz einfach, und zwar bei einem High Dynamic Range Bild wird ein überbelichtetes Bild, also plus 2 EV, und ein unterbelichtetes Bild, minus 2 EV, geschossen. In der Post-Production oder in der Kamera meistens dann schon selber, werden die Bilder dann so zusammengelegt, dass man eine hohe Dynamik erzeugt. Hier seht ihr das dann im dritten Bild. Als letztes möchte ich euch noch zeigen, was der Dynamikumfang eigentlich auf Sensorebene bedeutet. Kurzer Crashkurs: Der Sensor, in dem Fall CMOS-Sensor, besteht ja aus einzelnen Pixeln, die jeweils Licht aufnehmen können, also lichtsensitiv sind. Es kann also im unterschiedlich viel Licht, entweder viel oder wenig oder mittel, wie auch immer, auf den Sensor treffen. Und der Dynamikumfang auf Sensorebene, in Klammern Full-Well-Kapazität auch genannt, beschreibt die Differenz zwischen dem maximalen Wert, also die maximale Anzahl an Licht, also in dem Fall Photonen, die auf den Pixel treffen können, und der Empfindlichkeitsschwelle, also wie viel minimal aufgenommen werden kann. Also einfach eigentlich Differenz, also einfach die Differenz zwischen den maximal aufzunehmenden Photonen und den minimal aufzunehmenden Photonen. Das ist der Dynamikumfang, eigentlich total analog. Ja, das eigentlich soweit dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abschließend kann man, denke ich, sagen, dass der Dynamikumfang, Dynamic Range, die Anzahl der Helligkeitsabstufungen, also damit verbunden auch Struktur und Details, die man im Bild sieht, letztendlich ist. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, und wir sehen uns beim anderen Video, vielleicht auch mal bei einem Projekt. Es ist ja noch nicht immer so, dass ich hier vor der Linse stehe und rede. Ich hoffe, es hat euch gefallen, und ja, hoffentlich hat es euch auch weitergebracht. Bis dahin, bis dann, Leute. Ciao.